Dieses Spiel will sich heute sehr oft aufhängen, so wie es aussieht. Aber wenn ich dann jedes Mal wieder diese Fehlerdiagnose durchlaufen lassen muss, ist das auch ein bisschen ätzend. Ja, das stimmt, ja. Ja, dann kannst du immer so anderthalb Stunden spielen, dann musst du das wieder machen. Also, Ja, kaum habe ich jetzt den Titel wieder umgewendet, wieder auf Far Cry 5. Es sind zwar noch drei Leute, die auf Twitch zugucken. Freut mich aber trotzdem. Ach, der. Der Vater. Der hat voll Lust. Puh, okay. Partymodus. Immer mehr Leute hier spielen Tom Clancy. So. Weiß jemand zufällig, wo das Safe hier ist? Hier ist genauso übel wie sonst auch. Rumgeballert. Alter, hier schreien sie und sterben sie, das ist nicht mehr schön. John muss wütend sein. Nur John muss wütend. Ja, ich habe alles für euch gemacht. So, muss ich jetzt schon wieder die Schrotflinte auswählen oder ist sie noch da? Okay. Muss ich aber buffen? Munition ist voll, okay. Verkaufst du auch deine Beute immer? Regelmäßig? Oh, ja, total. jetzt habe ich plötzlich wieder 9000, Alter, jetzt läuft's hier. Ach, habe ich ganz vergessen die ganze Zeit. Na, ich würde doch nur mit dem... Auf wen schießt denn hier? Boah, ich fülle mal meine Munition auf. Ach, das ist die Schrotflinte, scheiße. Ich wundere mich gerade, warum schießt sie denn so komisch? Ach, den hole ich mir jetzt so. Moment. Der verrückte Heinz hier. Nein! Alter, die Schaufel! Ich liebe die Schaufel, danke für den Hinweis. Die ist geil, ne? Was? Oh, du musst mir mal ein bisschen aufhelfen. Ja, ich hab's gerade gesehen, wie du platt gefahren wurdest. Jetzt wollte ich die Schrotflinte, hatte nur das Sniperchen. Boomer, Boomer hat mich gerettet. Danke, Boomer. Hab dich aufgeleckt. Ja, Alter, Boomer, geh mal kurz weg, ich muss plündern. Geht's hier? Schweißbrenner bitte. Hier. Hallo? Wow. Da, ein Adler! Freunde, was läuft denn hier schief mit euch? Da geht der Adler down. Alter, ihr seid doch bekloppt, oder? Es war ein Weißkopfadler. Alter, guck's dir an. Ja, mal wieder Bock auf eine Stunt-Mission? Nein! Riesiges Viech, oder? Ja. Wo ist jetzt der Safe hier? Ich glaube, ich habe eine Idee. Bingo! Wer hat den ja, Safe gefunden? Stimmt. Ja, stimmt. Nachdem ich ihn gefunden habe. Ich erinnere mich. So. Office ist der Safe. Und da ist Silber. Und Dinge. So, dann würde ich mal sagen, machen wir die Mission
retten wir jetzt endlich mal unsere Freundin, ne? Wir müssen in den Bunker. Ja. Da können wir Schnellreise hier machen. Geht das? Ich glaube, warte, ich werde noch mal kurz Waffe wechseln. Okay. Weil da werde ich nämlich mal den Raketenwerfer wieder raustun. Warum? Das ist doch für Feinmotorik und so. Ja, dann muss ich nur was anderes. Es war nur Spaß. Nimm, was du mit willst. Keine Frage, hey. Ah, was lustig ist, wir haben direkt mal John einen Schnellpunkt. Sollen wir da hin? So, dann kann ich mal ganz kurz gucken, was habe ich denn an Fähigkeitspunkten jetzt? 8. Wo kommt die jetzt schon wieder her? Ja, ich glaube, das kann ich so lassen. Den Bogen lasse ich zu Hause erstmal. Geh, sprinte, leise, erledige, weniger Schaden durch Stürze, okay. Was nehme ich denn? Ach, du bist noch im Container drin. Ja. Schätze Platz für Gegenstände in deinem Inventar, darunter für bis zu 5 Erste-Hilfe-Sets. Oh, noch mehr Energie. Ja, Gesundheitsboost 3 erwerben, den nehme ich doch. Yeah. Jetzt, okay, nochmal schnell reisen. Ja. Dann retten wir endlich mal die gute Frau hier. Kuh hab Spaß. Zeitmäßig sind wir auch noch gut dabei. Ja. Zeitmäßig sind wir auch noch gut dabei. Ja. War ja irgendwie klar, ne? Ich schmeiß mal hier Annäherungsminen. Okay. So ruhig hier. Hinter dir, kommen sie. Ja. Oh, wow, da steht der Mörser. Der stand am Mörser. Oh nein! Alles okay? Ja. Hier war eine Kiste im Weg, die wollte ich nicht. Hier unten, wir müssen hier runter. Oh, hier gibt's was zu lesen. Es ist wichtig, dass ihr Folgendes denkt, wenn ihr Seelen auswählt und gerettet werden sollen. Reine Seelen. Das dann muss. Ist eine Seele von der verderbten Welt befleckt, dann schaut dem Menschen in die Augen, um zu sehen, ob er erlöst werden kann. Jede Seele muss die Reinigung durchlaufen, ehe sie in den Bunker gebracht wird. Klarer Verstand. Wir brauchen Menschen mit Intelligenz, Talent und Fähigkeiten. Vor allem müssen sie beweisen, dass sie den ganzen Aufbau einer besseren Welt verschreiben können. Gesunde Körper. Nehmt die Gesunden, nehmt die Starken, nehmt die Jungen. Die Kinder von heute sind die Mütter und Väter von morgen. Alles klar. Finde ich auch schön, hier dieses Bild mit diesem... Ja. Ja. Bad. Ich sehe hier einen Rechner, einen Bildschirm, eine Tastatur, eine Maus und keinen Rechner. Ja. Ach, das ist bestimmt so ein Rechner, weißt du, der integriert ist. So ein Apple-Ding. Ja. Oder von Dell macht die, glaube ich, mittlerweile auch. Ja, dann würde ich sagen, mach ich mal einen Bunker auf, ne? Hier ist noch ein Zettel. Oh, Zettel. Ich komm. Ich mag Zettel. Sind zwar nur Frachtinformationen, aber... Ja, wer weiß, vielleicht transportieren sie ihr Körper. Die 5 Schritte Vorgang. Vorräte ab, Vergabezone abladen, Vorräte kategorisieren und Kisten einlagern, Kisten stapeln, Aufzug laden, nie mehr als 12 gleichzeitig, Kisten von unteren Ebenen schicken, wo sie entsprechend aufgeteilt und gelackert werden, dafür sorgen, dass die Erntefahrzeuge für die nächste Fahrt leer und aufgetankt sind. Okay. Läuft. Kiste. Kiste. Oh, okay, du machst das. Alles klar. Dein Let's Play, ich nehme dich auf. Ich dachte, vielleicht ist das für dich interessant, von außen zu beobachten. Naja, sieht man nicht oft sowas. Abriegelung ausgeschaltet. Hab ich da... Ich höre Stimmen, oder? Ich habe keinen Hund dabei, der ist weg. Nee, hier kann man auch keinen Helfer mitnehmen. Da zum Glück habe ich dich dabei. Retten wir die Miss.
Ich glaube, die Schrotflinte ist eine ganz gute Idee, wenn hier in dem Bunker. Ja. Außerdem hat den Schalldämpfer, das heißt. Ja, meine nicht. Hättest du mal einen draufgesetzt. Oh nein! Boom! Wow! Alter, was war das denn? Was denn? Lebst du noch? Ja, aber schon, ich habe mich gerade geheilt, hat er mich schon wieder runtergeschossen. Da eben die fetten MGs. Ja. Oh, was zum Lesen. Terry, meine Antwort ist nein. Ich glaube nicht, dass die heuchlerisch ist und mein Arm einmal den Apostel Paulus frei aus dem 7. Kapitel der Römerbriefes zu zitieren. Du weißt, dass ich nicht das tue, was ich will, sondern was ich hasse, dass ich tue. Wir sind alle nur Menschen, deshalb will ich auf keinen Protest. Ich will nie wieder dort hinauf. Ich möchte lieber hier bei euch allen und den neuen Seelen in diesem Bunker sein. John sieht. Blindern, blindern, blindern. Blindern. Ich hoffe, ich muss nie jemanden von unseren Leuten mit rumtragen, weil ich könnte die tot treten. Schrotflinte geht gut, muss ich sagen. So, jetzt darf ich mal. Mhm. Aha. Türchen auf. Applaus. Der, was vorgeht, geht immer in Deckung. Ah, abgesiegte Schrotflinte. Bonuswaffe oder ganz normal erhältlich? Also, ich meine, so eine Spezialwaffe. Ich glaube, die gibt's normal, aber vielleicht kann sein, dass das Design, dass das ein spezielles ist. Hab ich die Kiste weggeschossen? Vorsicht vor dir! Lade nach! Dich habe ich auch getötet. Kills mit Schrotflinten. Sehr schön. Das wirst du bereuen. Ui. Was war denn das? Ich glaube. Das ist bestimmt so ein Fass oder sowas. Ich glaube, ich habe das Fass angeschlagen und es ist kaputt gegangen. Ich wollte den Luftsprung machen. So ein Luftkill. Deswegen bin ich rumgehüpft. Hm. Man kann das Ganze jetzt auch noch leise machen. Man kann was leise machen? Hier jetzt die Gegner ausschalten. Achso. Warte mal, ich schleiche mich mal von hinten ran. Ja. Da ist nochmal einer rechts um die Ecke. Wow! Oh. Hinter dir! Oh, ich lieg! Die halten so viel aus, die Penner. Dankeschön. Oh, Alter, müssen in Deckung gehen. Muss man blindern? Moment. Ja. So. Das mit der Schrotflinte macht einfach nur Spaß. Ja. Hier ist das optimal. Ja, weil es halt so enge Räume sind, da kannst du auch kaum daneben schießen. Genau. Ach, das sind unsere Leute oder Gefangene. Ich dachte gerade, warum sind die so relaxed hier? Wir stürmen dieses Ding und die sitzen einfach rum und machen nichts. Als ich das allererste Mal hier bin, ich auch in so einen Nebenraum rein, war auch nicht schlecht. Bevor ich die versucht habe, da zu befreien.
konntest du Waffen und sowas einsammeln. Okay. Ja. Achso. Ah. Ja, stimmt. Man war ja vorher schon einmal hier drin, ne? Ja, ja, ja. Okay. Ich glaube, aber so tief unten war man nicht. Das ist übel hier. Meine Fresse. Was? Ich dachte, der lebt noch. Dieser Stream ist übrigens ab 18. Ja, 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 ja. Oh. Das warst du. Ja. Oh. Na, zum Glück erwischt jetzt dich. Taffes kleines Mädchen. Rocky? Du? Oh Gott. Oh Gott. Hätte nicht gedacht, dass du zurückkommst. Irgendwas. Irgendwas ist hier passiert. All die verfickten Peggy sind hier rumgerannt. Alle Türen fingen an, sich zu schließen, uns alle einzusperren. Ich dachte, ich würde hier nie wieder rauskommen. Und das alles wegen ihm. Ja. Dieses verdammte, verfickte Stück Scheiße! Warum hat denn das Bild auf die Leiche? Ach, ich will es nicht wissen. Er kam hier runter. Und dann stand er einfach nur da und sah zu. Wir winselten um Gnade. Und dieser Ficker guckt nur. Die anderen. Okay. Da waren noch andere mit mir hier. Habe ich gesehen unterwegs. Wir holen sie hier raus. Und dann fackeln wir das ganze verdammte Ding hier ab. Hilf mir. Oder geh mir aus dem Weg. Okay, ich gehe aus dem Weg. Lass uns wieder gehen. Komm schon. Okay. Zum Kontrollraum. Ja. Tschö. Tschö. Der gesagt, besonders im Weg hier. Was? Irgendwas läuft hier ganz gewaltig schief. Was ich ein bisschen schade finde, dass wir keine eigene Stimme mehr haben. Ja. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss es Sektion für Sektion machen. Okay, geh runter und hol die Gefangenen raus. Ja, das war ich. Nicht alle Schlösser gleichzeitig aufmachen, finde ich okay. Finde ich auch gut so. Ja, ja, genau. Ich schätze, eine Stadt befreien kann ich von meiner Lebensliste streichen. Die Notausgänge wurden entriegelt. Obwohl das hier eigentlich mehr so ein... Das ist keine normale Bunker, ist und kein Gefängnis. Wow! Beide auf einmal! Wie soll ich denn das jetzt bitte... Toppen? Wie wär's... Ah, jetzt hast du alle drei erwischt. Nee. Aua. Ich hab die angeschossen, die waren alle schon schwer verwundet. War nicht lustig. Ich glaube, beim Schalldämpfer ist die auch nicht ganz so stark. So, machen wir hier erstmal ein Tor auf, ne? Achso, da vorne hast du schon? Okay. Ja. Ich wollte mal gucken, ob irgendwas drin ist, aber leider nichts. Die laufen. Scheiße. Eine der Sektionen ist mit einem anderen Kontrollraum verbunden. Ich kann sie von hier aus nicht entriegeln. Rookie, finde diesen anderen Kontrollraum. Niemals. Wir rennen einfach wild in Panik durch die. Ich hätte fast auf sie geschossen. Oh, Tick spielt Spin Tires. Ja, dieser Tick.
Karte. Der Kontrollraum ist verriegelt. Keine Rakete geladen. Startsequenz wird abgebrochen. Was? Okay, halt die Augen offen. Ich hab dir eine Plattform vom Raketenabschuss-Silo herabgelassen. Ach, wir sind ein scheiß Raketensilo. Ist gar kein richtiger Bunker. Sind die raus? Oh. Ja. Warte, hier ging's rein. Jo. Noch eins. Ach, da runter, okay. Schrot finden Style. Was? Was soll die Kacke? Darüber solltest du in den Kontrollraum kommen. Du siehst einen Haufen Konsolen. Mach sie kaputt. Scheiße, Peggys! Sag mal, bin ich jetzt... Ich bin falsch. Ach, du hast es ausgelöst, okay. Deswegen habe ich nicht mehr gesehen, wo ich hin muss. Ach so, ja, der gelbe Punkt. Oh, Alter, wow, danke. Zerstör die Konsolen, das ist der einzige Weg, die letzten. Wow, 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 wow. Oh, ich lieg. Hab nicht gesehen, dass so ein Vetter um die Ecke kam. Das tat nicht so gut. Ja. Was aber gerade sehr cool war, der eine hat mich umgebatzt und du hast ihn weggeschossen, deswegen konnte er nicht auf mich schießen. Ja, das war echt gut. Zerstöre. Ich bin der Zerstörer. Wenn ich eins kann, dann zerstöre. Okay, das geht nicht. Mäp. Mäp. Feuer! Was? Ach, drauf schießen geht auch? Ja, geht auch. Generator angeschaltet. Klapp mal kurz nach. Oh, was liegt da? Munition! Brauchst du Munition? Ja. Hier ist ein... Ah ja, du schießt. Immer gerne. Ah, hier liegen also überall die Kabel und die Tastaturen rum. Oh, die Notfallbetten finde ich cool. Wenn mal Gäste zu Besuch kommen über Nacht. Ja, genau. Super Schuss. Warte mal, Silo? Ah, da kommen wir her, oder was? Evakuierung durch. Ja, da kommen wir her, okay. Ich glaube, hier müssen wir rein. Wer sagt, dass ich das will? Systemfehler. Oh, Kletter. Oh, Kletter. Bitte gehen Sie ruhig und... Na bitte, arbeite dich nach oben vor. Diese Dinger wurden schon ewig nicht benutzt. Wenn also was klemmt, schieß einfach auf die Halterung. Nein! Das hat jetzt richtig gut funktioniert. Das war ein richtiger Spaß für den Doktor. Der liebt Spiele, wo man klettern muss. Ja. Verdammt, man kann nicht alle Schlösser gleichzeitig öffnen. Ich muss Sektion für Sektion machen. Boah, Alter, du musst doch was den Kopf anschlagen, dass es funktioniert. Der springt nicht! Führen Sie bitte eine geordnete Evakuierung durch. Hallo? Ich muss jetzt warten, bis Klettern da steht. Alles andere ändert in Katastrophe. Ja. Boah, warum gibt's oben nichts was zum Kletterseil, ey? Achtung. Hat sich gleich erledigt. Okay, klettere weiter. Wenn du fast ganz oben bist, kommst du zu einem Raum, in dem die Sekte ihre Bliss- und Benzintanks lagern. Oh, ich bin auch gerade runtergesprungen. Gefahr. Der Wichtsmarkt, der kann kämpfen. Gefahr. Oh. Oh, ich lieg. Systemfehler. Vorsicht, aber mach erst den Typ kalt, bevor er dich erwischt. Führen Sie bitte
bitte eine geordnete Evakuierung durch. Ja, komm, 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 komm raus. Oh! Notfall. Multiple Systemfehler. Genau, schieß auf die Benzintanks. Was? Spinnst wohl. Jemand schießt der auf mich? Bitte gehen Sie ruhig und geordnet zum nächsten Ausgang. Vorsicht. Wo hat denn der gezielt? An die Decke, ja klar, da kam's sicher her, aus der Decke. Na komm raus, gucken. Druckabfall. Was, der steht wieder auf? Rauch entdeckt. Jetzt nicht mehr, denke ich. Feuer entdeckt. Was? Ach so. Na danke fürs Gas. Genau, das habe ich gedacht, das fehlt jetzt noch. Ein bisschen Gas. Ein Behälter noch. Vorsicht! Ja. Jo, wunderbar. Oh, oh. Dankeschön. Und halt dich, okay. Einmal nachladen. Jo. Entdeckt. Dass wir mal alles kaputt machen müssen, wenn wir gehen. Hier ist ein Verbandskasten, du hast dich ja gerade geheilt. Ja. Hallo! Alter, ey! Leck mich am Arsch hier! Boah, Alter! Das war mies, ey. Ich wollte den einen, wollte ich... Oh, ich drücke hier auch mal drauf. Hast du? Ja. Woher? Die kommen von unten die Treppe. Oh fuck. Oh, ich liege. Nicht mehr lang. Oh, der ist tot. Ach, da oben! Wow. Vorsicht, die schießen von oben runter. Na komm! Bam! Oh cool, komm her! Was? Was? Warum? Was ist passiert? Keine Ahnung. Haben die den Helikopter runtergeschossen? Ich weiß es nicht. Wir haben nichts gemacht, wir sind total unschuldig. Widerstand kommt hier helfen. Okay. Helikopter im Anflug. Wir treffen uns oben, Deputy. Öffne die Luke, da sollten Schaltkästen sein. Aua, was? Bitte gehen Sie ruhig und geordnet. Alter, was? Glaubst du, du kannst einfach so unser heiliges Tor zerstören? Evakuierung.
direkt über dir. Los, Deputy, halt dich an den Kufen ein. Kommst du? Ich bin da. Wie konntest du das tun? Bist du? Jetzt! Ja! Dum, 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 dum. Jetzt, Alter, guck dir die Party an. Und 30 Minuten Aufnahme, ohne dass das Spiel gecrashed ist. Ja. Sehr gut. Aber es lädt gerade verdächtig lange. Okay, es geht weiter. Wow. Hey! Gottverdammt! Sowas habe ich hier ja noch nie erlebt. Wir haben dich nicht grundlos gerettet. Was? Hey. Du hast uns was zurückgegeben, das wir schon verloren glaubten. Hoffnung. Egal was passiert, wir stehen hinter dir. Hey. Das war höllisch gute Arbeit, Rookie. Danke, danke, danke. So wie ich das sehe, hast du jetzt hier das Sagen. Und wenn du irgendwas brauchst, sag einfach Bescheid. Ein stabileren Online-Modus. Huch. Ein Siegel ward geöffnet. Mein Bruder John wurde von wenigen geliebt. Von vielen gefürchtet. Der war verrückt. Missverstanden von allen. Außer mir. John wurde nicht als Monster geboren. Er war noch ein Kind, als unsere Familie auseinanderbrach. Er war liebevoll, gütig, voller Freude. Und somit ein leichtes Opfer. John war nicht perfekt. Und er war nicht immer gut. Aber er war mein Bruder. Und die Verantwortlichen für seinen Tod werden bestraft. Das verspreche ich euch. Ich glaube, der meint uns zwei. Ich weiß nicht, ich glaube, der hat an mir vorbeigeguckt. Ja, Erfolg freigeschalten. Oh, alter Schwede. Fluch, Deputy. Die Leute in Holland Valley können endlich wieder durchatmen. Du bist ein verdammter Held, weißt du das? Aber noch gibt es viel zu tun. Jacob und Faith sind noch am Leben. Die Arbeit geht gerade erst los. Dutch out. Ja, 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 ja. Bla, 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 bla. Ich habe 2 Punkte und ich kann mir nichts leisten. Sehr schön. Oh, da ist er, der 9. Und dann kann ich mir noch eine 4. Waffe holen. Das ist sehr schön. Huch, jetzt ist dunkel. Ah, oh, das war schön, das war schön. Ich kann dir gar nicht genug... Ich weiß nicht, woher diese Angels kommen, aber meine Schwägerin glaubt, sie kämen aus Nolans Fleischshop. Sie sah Menschen hineingehen, von Angels herauskommen. Okay, weißt du, was wir jetzt noch machen, bevor wir die Aufnahme beenden? Wir besuchen den Angelshop. Okay. Ja. So, dann müssen wir auf die erste Insel, oder? Ich glaube, das ist da ganz gut, ja. Vielleicht direkt hier am Bootshaus oder weißt du? Ja. Ich meine schon. Ich bin nicht ganz sicher, aber ja. Wir schauen mal. Ja. Dum-dum-dum.